Der Jahr hatte 1925 in Paris ein Manuskript eingereicht, in dem er die Abstammung des Menschen behandelte. Sein Provinzial hatte aus Rom die Weisung erhalten, ihm die kirchliche Druckerlaubnis zu verweigern. Guten Tag. Bedanke, ich nehme. Dankeschön. Es geht um Ihr Buch. Ja. Über die Entstehung des Menschen. Es wäre mir lieber, ich hätte eine bessere Nachricht für Sie. Ich war darauf gefasst, nach allem, was ich bisher gehört habe. Ich habe alles Mögliche versucht und ich hatte gehofft, dass die Druckerlaubnis vielleicht doch noch gegeben würde. Was hat man gegen mich einzuwenden? Rom hat mir geantwortet, ihre Auffassungen stimmten nicht mit der traditionellen Lehre der Kirche überein und schon gar nicht mit dem, was zur Zeit in der ewigen Stadt vertreten wird. Rom und ich sehen die Welt offenbar nicht mit denselben Augen. Ja, eben darauf hätten Sie Rücksicht nehmen sollen. Nimmt Rom Rücksicht auf neue Erkenntnisse der Naturwissenschaft? Mir kommt es vor allem darauf an, den Glauben mit den Forschungsergebnissen der heutigen Zeit in Einklang zu bringen. Ja, das dürfen Sie versuchen. Aber doch nicht so, dass man Sie jetzt im Vatikan verdächtigt, Sie wollten mit Ihrem Buch den Glauben untergraben. Nur weil ich schreibe, was wissenschaftlich unbestreitbar ist. Warum halten manche Theologen das immer noch für unannehmbar? Vielleicht, weil es nicht in Ihre gewohnten Vorstellungen passt. Jedenfalls haben Sie ängstliche Naturen, die man nun einmal etwas behutsamer vorbereiten muss, in Unruhe versetzt. Vor allem Leute, die noch immer glauben, man könne naturwissenschaftliche Probleme mit der Bibel lösen. Wir haben allerdings den Vorteil, dass Sie im Vatikan Einfluss haben. Sie werden in diesem Schreiben hier aufgefordert, sich künftig nur noch auf Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu beschränken und aus Ihren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen keine theologischen Schlussfolgerungen abzuleiten, die den bisherigen Auffassungen widersprechen. Aber ich bin doch auch Theologe. Soll ich nur Sammler sein? Nur graben und meine Funde registrieren? Darf ich nicht über meine Forschungsergebnisse nachdenken? Das Denken kann Ihnen natürlich niemand verbieten. Sie sollten nur wissen, wo die Grenzen sind. Also doch aufhören zu denken.